Das Thema heute ist erstmal stärker werden und Muskeln aufbauen. Also ich habe mir hier ein paar Stichpunkte mal auf dem Handy zurechtgeschrieben. Deswegen muss ich ab und zu mal drauf gucken. Also nicht, dass ihr denkt, ich chatte hier nebenbei, wenn ich euch was erzähle. Maximaler Erfolg durch effizientes Aufwärmen einfach. Aufwärmen als Techniktraining nutzen. Zusätzlicher Reiz auch noch dadurch setzen. Warum, weshalb, werde ich euch dann noch erklären. Ja, so schlagt ihr eben zwei Fliegen mit einer Klappe und ja, die Zeit, die ihr fürs Aufwärmen so oder so schon aufbringt, nutzt ihr halt eben so sinnvoll, um auch noch zusätzlich eben schneller voranzukommen mit Kraft- und Muskelaufbau. Viel Spaß dabei! Okay, Thema Aufwärmen. Die richtige Vorbereitung ist das A und O. Sollte auf jeden Fall nicht unterschätzt sein. Warum, werde ich euch zeigen. Ich werde heute vortrainieren. Schulterdrücken mache ich dann heute. Und euch erklären, worauf es ankommt. Warum was sinnvoll ist und so weiter. Ich habe mich ja eben gerade schon auf dem Fahrrad gesehen. Das mache ich auch nicht immer. Manchmal eine Runde Boxen oder wie auch immer. Aber wirklich nur so ein bisschen, um Puls hochzubekommen. Das wirkliche Aufwärmen geschieht dann mit der Übung, die dann auch wirklich dran ist. So, das Aufwärmen, wie ich es jetzt mache, wird halt sehr viel Zeit investiert, was auch Sinn macht. Gerade halt, wenn es eben eine schwere Übung ist, wenn ein schwerer Satz dran ist, aber darum geht es auch genau. Das könnt ihr eben auch nur bei der ersten Übung machen, wo es auch wirklich drauf ankommt. Wenn ihr jetzt 6, 7 Übungen habt im Training, dann könnt ihr natürlich nicht jeweils immer die volle Konzentration da reinstecken, solltet ihr auch nicht machen. Ist nicht möglich, sich voll konzentriert immer durchs Training zu bewegen. So wie ich es mache, ist es halt, jede Übung kommt einmal dran, als allererstes, wo ich mich dann auch immer voll konzentriere. Und so habe ich dann auch eben durchs Aufwärmen gleichzeitig mein Techniktraining für jede Übung die Woche über absolviert. Genau, und da sind wir jetzt auch gleich schon bei dem Punkt, nicht einfach nur aufwärmen, um warm zu werden, das wird von alleine geschehen. Benutzt gerade die Zeit, die ihr eben da reinsteckt, auch effizient. Das heißt, um euer Nervensystem anzusteuern, euren Körper darauf zu programmieren, mehr Fasern auf einmal ansteuern zu können. Ja, und eben um auch euch für das schwere Gewicht vorzubereiten, um wirklich ready zu sein. Okay, das Aufwärmen eben einfach nutzen, um die Technik immer weiterhin zu verbessern, zu verinnerlichen und um sich die Technik auch richtig rein zu programmieren, dass man irgendwann die einfach von sich aus abrufen kann, ohne sich darauf konzentrieren zu müssen. Und da ist es ganz wichtig, eben auch konzentriert jede Wiederholung so zu machen, als wäre es ein schwerer Satz, den gleichen Punkt immer suchen, beim Runterlassen und beim Hochdrücken genauso und immer perfekte Wiederholungen. Das ist das Allerwichtigste. Das muss immer gegeben sein und wirklich darauf achten. Jo, fangen wir mal an. Erstmal mache ich mich mit wirklich leichtem Gewicht ganz easy warm, noch nicht voll konzentrieren, sondern einfach nur wirklich ganz locker langsam reinkommen und warm werden. Okay, nachdem ich mich ein bisschen locker mit 10-15 Wiederholungen warm gemacht habe, fange ich dann an, eben mit schnelleren Ausführungen zu arbeiten. Das heißt, ich versuche halt eigentlich immer maximalen Schub nach oben zu geben. Wie ihr gesehen habt, kontrolliert und langsam runterlassen, genau den Punkt treffen und dann eben wieder maximalen Schub. Dazu benutzt ihr dann erstmal ein Gewicht von ca. 40% von eurem Maximum. Mein Maximum beim Schulterdrücken ist zurzeit
120, 125, genau weiß ich es nicht. Ich hatte auch mit einer Wintergrippe zu kämpfen und so. Langsam geht es mir zum Glück besser. Darum geht es aber nicht. Mein heutiges Gewicht wird dann eben sein 105 Kilo für 5 werde ich probieren. Und jetzt habe ich schon mal 50 Kilo drauf gemacht. Das sind eben naja, so um die 40% jetzt erstmal von meinem Maximum. Damit können wir gut arbeiten, uns gut warm machen und Schnellkrafttraining machen. Die beste Möglichkeit, um das Aufwärmen eben effizient zu gestalten, ist Schnellkrafttraining zu machen. Schnellkraft- und Explosivkrafttraining. Das macht Sinn, weil wir dadurch unseren Körper, unser Nervensystem verbessern. Das heißt, unser Körper lernt, mehr Fasern auf einmal anzusteuern, mehr Fasern auf einmal zu rekrutieren. Und wenn wir jetzt ein schweres Gewicht heben, ein untrainierter Mensch kann ungefähr 60-70% auf einmal ansteuern. Also diese Impulse vom Gehirn auf die Muskeln sind maximal bei 60% und dann kommen langsam mehr dazu. Wenn dann langsam mehr dazu kommen, dann ist meistens schon alles vorbei. Und genau das ist das Training von Schnellkraft. Wir lernen eben, mehr Fasern auf einmal anzusteuern, wodurch wir mehr Gewicht mit der gleichen Muskelmasse bewegen können. Einfach weil der Körper mehr Fasern auf einmal ansteuern kann. So, wenn wir da drin besser werden, ist schon mal ganz klar, wir können mehr Gewicht benutzen, unsere Muskulatur besser ausreizen. Dies wiederum resultiert eben auch im Muskelwachstum bei unseren schweren Sätzen, Hypertrophie-Sätzen und in allem anderen natürlich, was wir im Training machen. Der andere Punkt, warum das sehr viel Sinn macht, ist, wir benutzen schon fast 100% von unserer Muskulatur. Für unser Nervensystem ist es aber nicht schwer. Das Gute daran ist, unsere Muskulatur regeneriert immer schneller als das Nervensystem. So haben wir über die Woche verteilt auch ein höheres Volumen. Das resultiert in mehr Muskelwachstum, mehr Hypertrophie, in mehr Kraft. Und wir haben unser Nervensystem nicht zerschossen dadurch. Das ist auf jeden Fall der Hauptpunkt, wo man sich darauf konzentrieren sollte. Und da schadet es auch nicht, mal ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Die Zeit ist auf jeden Fall gut investiert und resultiert eben auch in Ergebnissen. Wie ihr seht, versuche ich mich zu konzentrieren, die Übung richtig auszuführen und kontrolliert langsam runterzulassen, maximaler Ausstoß bei der Aufwärtsbewegung zu geben. Da ist es auch wichtig, eben nicht zu viel Wiederholungen machen, 3 bis 5 Wiederholungen, kurze Pausezeiten und viele Sätze machen, so habt ihr auch immer volle Konzentration. Okay, wenn ihr dann ja, langsam reingekommen seid, euer Schnellkrafttraining macht ihr einfach so, wie ihr euch fühlt und natürlich auch Lust habt. Wenn ihr einfach denkt, das tut euch gerade gut, ihr kommt nicht so gut in die Übung rein, dann macht ihr ein bisschen mehr. Das müsst ihr halt einfach für euch auch lernen, wie viel ihr da dann gerade braucht. Kommt auch immer auf den Tag drauf an, wenn ich einen schlechten Tag habe. Dann mache ich mich länger warm, mache mehr Schnellkraftsätze. So, dann geht's los, sich eben langsam zu steigern. Um reinzukommen richtig ins schwere Gewicht. Ja, steigert nicht einfach genau, wie es euer Plan jetzt gerade zum Beispiel vorgibt, sondern auch wieder nach Gefühl. Wenn ihr jetzt irgendwie, also ich habe jetzt 105 für 5, wenn ich jetzt bei meinem 90 Kilo Satz, das wird der letzte sein, bevor ich wirklich auf die 105 gehe, mich noch nicht so gut fühle, dann mache ich den lieber nochmal, ja. Wichtig ist natürlich trotzdem, nicht zu viel powern, mit zu viel Gewicht, bevor wirklich euer Schweres kommt, sondern so, dass ihr noch genügend Kraft habt und noch eure volle Kraft habt für euren wirklich schweren Arbeitssatz. Das ist auch der Grund, warum ich eben Schnellkrafttraining sehr sinnvoll halte. Da arbeiten wir mit viel Power, trotzdem aber wenig Gewicht, was jetzt für mich mich nicht schwächer macht für einen schweren Satz. So, was die Technik angeht, ist auch noch ein Punkt die Pressatmung. Braucht man jetzt natürlich nicht, wenn das Gewicht noch sehr leicht ist. Trotzdem solltet ihr darauf achten, wirklich jetzt von hier, wenn ich runtergehe, hole ich erst oben Luft, gehe runter, mache mich fest, Pressatmung und erst wenn ich das Gewicht rausschiebe, dann geht die Luft raus. Oder wenn das Gewicht erst wirklich oben ist.
Ist auch wichtig, das wirklich konzentriert immer zu machen, dass das eben automatisch abrufbar ist, wenn ihr eben das beim schweren Gewicht auch wirklich braucht. Das Aufwärmen kann ruhig auch oder dauert öfters sogar länger als die Arbeitssätze, denn die Arbeitssätze sind dann eben meistens nur 2-3. Ist aber kein Problem, ist gut so, denn nur durchs richtige Aufwärmen und durchs richtige Hochtasten, ready sein, könnt ihr auch maximal eben alles ansteuern, was ihr habt, wodurch dann die Arbeitssätze eben viel produktiver werden. Und darauf kommt es halt an. Wirklich, wenn es gebraucht wird, 1-2 Mal alles geben, was ihr habt. Jetzt mache ich 70 erstmal. Jo, mit den 70, jetzt taste ich mich langsam hoch. Normalerweise würde ich vielleicht ein bisschen mehr Schnellkraft machen, aber heute geht es eben darum, euch das zu zeigen. Und damit es vorwärts geht, mache ich ein bisschen schneller. Mit den 70 mache ich jetzt genauso wieder. Meine 3 bis 5 Wiederholungen, schnellkraftmäßig weiter. In 10er Schritten ungefähr hoch, jetzt 80 Kilo. Ja, da das jetzt noch nicht anstrengend eben sein sollte, reicht es auch nach halben Minute bis Minute. Ich bin da immer ein bisschen faul und mache immer ein bisschen länger aufwärmen wie nötig. Ihr müsst da auf jeden Fall für die Pause nicht so viel Zeit investieren, solltet ihr auch nicht, sonst dauert das Training ja wirklich ewig. Die wirkliche Pausezeit braucht ihr dann eben bei den schweren Sätzen. Wenn ihr wirklich schwer trainiert, dann könnt ihr euch nämlich auch mal 5 bis auch wirklich 10 Minuten gönnen, wenn es darum geht, wirklich mit 3er, 1er Wiederholung Kraft aufzubauen. So, jetzt bin ich bei 90 Kilo. Das ist jetzt auch mein letzter Aufwärmsatz. Danach mache ich die 105, was dann mein schwerstes Gewicht für heute ist. Da ist halt auch so eine Sache, müsst ihr für euch ein bisschen. Das macht halt dann die Erfahrung aus. Also, wenn ihr euch jetzt die 90, sollen sich wirklich gut anfühlen. Von der 90 bis 105 ist jetzt auch ein größerer Schritt und zwar 15 Kilo. Muss man auch wissen halt, ob einem das gut tut, kommt immer drauf an, so bei Sachen wie Schulterdrücken habe ich jetzt kein Problem reinzukommen, bei Kniebeugen ist da ein größerer Schritt meistens schlechter, das sind einfach so Erfahrungssachen, testet es aus, findet es für euch raus. Jetzt habe ich 105 Kilo drauf, das ist mein Arbeitsgewicht. Jetzt wird sich richtig angestrengt, Gas gegeben und die Übung von Wiederholungen her, wenn ich jetzt mehr schaffen würde als 5, aber ich bin schon froh, wenn ich 5 schaffe, würde ich auch mehr machen. Wichtig ist jetzt hier natürlich kämpfen, Vollgas geben. Jetzt haben wir durchs Aufwärmen unser Nervensystem hoffentlich darauf programmiert, eben 100% geben zu können bei der schweren Last. Jetzt ist der Fall, habt ihr noch Probleme ein bisschen mit der Ausführung, seid ihr noch dabei reinzukommen, dann konzentriert euch auf jeden Fall drauf, zwar schon zu kämpfen, am Vordergrund soll die Technik stehen, wenn ihr merkt, eure Wiederholung wird jetzt unsauber, dann zwingt euch die sauber weiterzumachen, dann schafft ihr sie eben halt nicht, ist nicht so schlimm, aber nicht Unsauberheit reinkommen lassen, um die Wiederholung rauszukämpfen. Das ist ganz schlecht, gerade wenn man noch so in der Übung ist und die Übung lernen muss, dann programmiert ihr eben eine falsche Technik ein und diese ist viel schwerer rauszubekommen, als überhaupt komplett neu lernen oder gleich richtig zu lernen.
Für Fortgeschrittene, die jetzt schon Tausende und Abertausende an Wiederholungen drin haben, wo der Körper einfach schon weiß, die Übungen von allein auszuführen, da kann man auch ruhig mal kämpfen, da wird es auch mal ein bisschen unsauber, das seht ihr mit Sicherheit auch öfters mal bei meinem Video. Das ist dann aber mal eine Wiederholung, vielleicht auch mal zwei im Training. Und ansonsten habe ich schon zuvor eben, keine Ahnung, 200 richtige gemacht, dann ist es okay. Das war der schwere Satz. Okay, Thema Aufwärmen ist jetzt abgehakt an sich. Ich mache mein Training jetzt noch fertig, film weiter. Ja, wenn es interessiert, dann kann nur weiter gucken. Ich werde noch ein bisschen was erzählen. Das war jetzt mein schwerer Satz. Heute ist eigentlich auch auf die Übung, da ich sie gestern nicht gemacht habe, mehr hypertrophiertes Augenmerk. Deswegen mache ich das jetzt direkt nach dem schweren Satz. Ja, und werde jetzt halt so mit, mal gucken, 8er Wiederholung 3x8 machen. Also wer bis hierhin dabei war, hat mich auf jeden Fall dann gefreut, dass ihr es angeguckt habt, eure Zeit investiert habt. Ich hoffe, ihr habt auch was gelernt. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, einfach in die Kommentare posten. Freut mich, kann ich auch selber lernen, was ich besser machen kann zum Beispiel. Ja, euch viel Glück und Erfolg bei eurem Training. Verletzungsfrei auf jeden Fall, ist wichtig. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Ihr Problem ist ja auch, die lässt sich immer so gern ärgern, so geil ärgern. Deswegen kann man es halt natürlich auch gerne entlassen, weil es dann extrem viel Spaß macht. Frauen, gell? Du redest gerade mit dir selbst, ist dir das bewusst? Ja, mit meinen Zuschauern. Yeah.